Also. Ganz im Ernst, die Reise zum Mittelpunkt der Erde war sicherlich ein Ponyhof gegen die Recherche, die ich für dieses Video gemacht habe. Es gibt einfach niemanden, der ein Video gemacht hat, was jede Frage beantwortet. Einer muss es ja machen, ne? Und das bin dann in diesem Falle ich. In diesem Sinne, hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Christine. Wenn ich jetzt auf den Pinsel klicke und dann jetzt hier zum Beispiel einfach auf Plus, komme ich hier ans Pinselstudio und kriege jetzt hier so einen, einfach mal so einen ganz einfachen Pinsel hingeschmissen. Und den nutze ich jetzt mal, um euch erstmal ein bisschen was Allgemeines zum Pinselstudio zu sagen. Ich habe ja hier oben Zeichenblock, da kann ich draufklicken, dann kann ich den Zeichenblock löschen. Ich male mal wieder was. Ich kann das aber auch einfach, wenn ich mit drei Fingern rubbel, ganz schnell machen. Dann kann ich hier einstellen, wie groß wird der Pinsel dargestellt. Und ich kann mir eine Farbe aussuchen, in der ich zeichnen möchte. Dann mal ganz allgemein, zum Beispiel jetzt bei Nassmix. Wenn ich hier auf diese 50% drücke, dann kann ich nicht nur eine Zahl eintippen, die ich möchte, sondern ich kann auch auf Druck gehen, das aktivieren und kann dann hier mit der Kurve die Druckempfindlichkeit einstellen, mit der eben diese Einstellung dann reagieren soll. Je nachdem, wo man klickt, gibt es das auch noch mit Neigen. Das hat also mit dem Winkel zu tun, in dem ich den Stift halte, und auch der Winkel, also kann dann diese Einstellung halt beeinflussen. Das kann man hier bei den meisten Sachen machen. Das sage ich jetzt ganz allgemein und gehe nicht bei jeder Einstellung nochmal separat darauf ein, dass man da jetzt auch was mit Druck oder Neigen noch drehen könnte. Das ist wirklich sonst ein bisschen zu viel des Guten. Was auch ganz schön ist, im Pinselstudio, egal was ihr gemacht habt, wenn ihr dann hier rumschiebt, werdet ihr die Veränderung hier auch sofort sehen. Ihr müsst also nicht eine Veränderung vornehmen und dann nochmal was zeichnen, um das zu sehen, sondern könnt das direkt hier machen. Manchmal, wenn man eine Pinselspitze hat, die ganz viele Einstellungen hat und so, dann muss das Pinselstudio eine große Rechenleistung erbringen, die es eben manchmal nicht schafft. Das heißt, es kann passieren, dass ihr hier rummalt und der letzte Strich, den ihr gemalt habt, verschwindet entweder ganz oder zur Hälfte. Das hat dann damit zu tun. Und umso größer der Arbeitsspeicher vom iPad und so, desto mehr kann man hier rummalen. Aber nicht wundern, wenn ihr malt und der Strich so, ciao, und weg ist er. Ja, und dann bei gewissen Sachen, zum Beispiel bei Rendering oder Nassmix, da gibt es einfach Einstellungen, die werden dann hier nicht sichtbar, sondern tatsächlich erst später auf der Leinwand. Aber das zeige ich euch dann. Hier oben links bei Pfadkontur kann ich den Abstand einstellen. Das heißt, der Abstand der einzelnen Abdrücke, aus denen die Linie gemacht ist, wird vergrößert. Das macht Sinn, wenn ich zum Beispiel einen Stempelpinsel benutze und will, dass, wenn ich einmal drücke, diese Form auch nur einmal abgedrückt wird, wenn das jetzt zum Beispiel ein Herz ist oder ein Baum oder so. Streamline bedeutet, dass alle Wackler aus meiner Linie rausgeglättet werden. Das ist gut für zum Beispiel schöne Schreibschrift oder so. Jitter, das heißt so viel wie Abwechslung, aber auch eben per Zufall. Das heißt, die Platzierung ist per Zufall und auch die Anzahl. Das kann man also nicht kontrollieren. Man kann nur sagen, wie stark die Sachen eben gestreut werden sollen und platziert und variiert werden sollen. Abnahme heißt, auch wenn ich hier am Ende fest gedrückt habe und vielleicht bei Apple Pencil eingestellt habe, dass dann die Deckkraft super hoch ist, heißt das bei Abnahme, ich male ein gewisses Stück und dann ist sozusagen die Tinte auf meinem Stift leer. Und das kann eben erst sehr spät passieren oder auch schon sehr früh. So, wir kümmern uns jetzt um die Form. Aber dafür machen wir jetzt hier bei Abstand erstmal so viel Abstand rein,
dass die alle einzeln sind, die Stempel. Und dann klicken wir mal auf Form. Wir nehmen jetzt auch mal eine andere Form, damit man das, was wir gleich alles einstellen, auch besser sieht. Da gehen wir auf Bearbeiten, Importieren, Quellbibliothek und können dann hier den Flat Brush auswählen. Der eignet sich wirklich gut. So, ich mache das jetzt mal weg und dann nehme ich hier mal eine etwas größere Vorschaugröße, damit man besser sieht, was ich mache. So, die Streuung, wenn ich die jetzt mal hochstelle, dann drehen sich die einzelnen Stempel hier völlig nach dem Zufallsprinzip in der Gegend rum. Wenn ich jetzt die Rotation hochstelle, dann drehen sich diese einzelnen Stempel in die Richtung, wie ich auch gezeichnet habe. Also im Prinzip geht dann der Stempel des Strichs mit der Strichrichtung mit. Was ich jetzt hier habe, Anzahl und Anzahl Jitter, das wird eigentlich nur sichtbar, wenn ich jetzt bei Fahrtkontur den Jitter hier mal hochstelle. Und ihr seht, die einzelnen Stempel fangen an, sich zu verschieben, bis die halt völlig kreuz und quer durcheinander gehen. Wir machen das jetzt mal nur so ein bisschen auf ungefähr so 30%. Und wenn ich jetzt hier hingehe bei Anzahl, aber ich mache einen Abstand noch ein bisschen mehr, so, bei Anzahl, dann kann ich jetzt hier schon mal auf 2 gehen und siehe da, ich habe auf einmal hier immer 2 von diesen Pinselspitzen, ziemlich nah beieinander. Ich stelle mal auf 3, jetzt werden es 3. Wenn ich jetzt den Jitter hier nochmal ein bisschen erhöhe, dann könnt ihr sehen, wie sich aus diesen einzelnen Flecken, wenn man die so auseinander macht, jeweils 3 Stück bilden. Machen den Abstand mal noch höher. Dann kann man das sehen. Das sind immer 3, seht ihr? Und die schieben sich jetzt zusammen. Wenn ich das jetzt mit mehr mache, meinetwegen 5, dann sind es 5. Seht ihr? So. Und wenn ich jetzt die Anzahl von den Jittern, also ne, ich kann die jetzt hier noch total hochdrehen bis auf 16 und jetzt sind hier 16 von diesen Pinseldingern übereinander. Wenn ich jetzt den Jitter noch mal hochstelle, dann kann man das sehen, wie es auseinander geht. So, und jetzt kann ich noch die Anzahl jittern. Das heißt jetzt von 1 bis 16. Das heißt, auf einem dieser Flecken hier könnten einer oder bis zu 16 von diesen einzelnen Stempeln sein. Und umso höher ich das stelle, desto krasser ist die Differenz. Das heißt, hier sind auf einmal nur noch 2 und das hier könnten jetzt zum Beispiel theoretisch 16 sein. Gucken uns das hier nochmal an. Seht ihr, hier gehen nur 2 Stück auseinander und hier sind es vielleicht 7 oder 8 und das variiert dann eben ganz stark. Und wie stark das variiert, das kann ich dann eben hier bestimmen. Wenn ich jetzt 5 habe und ich habe das ganz doll, dann sind es mal 2 und so weiter. Naja, ich denke, ihr habt es geschnallt. Ich zeichne jetzt einfach nochmal ein paar Striche. Und wenn ich jetzt zufällig anstelle, dann ist es so, dass die Richtung, in die der Stempel von dem Pinsel guckt, halt mit jedem neuen Strich in eine andere Richtung zeigt. Azimut hat im Prinzip den gleichen Effekt, aber diesmal variiert das eben mit dem Winkel, in dem ich zeichne. Aber auch hier mal so rum, mal so rum, mal so rum. X-Achse spiegeln und Y-Achse spiegeln. Dafür mache ich jetzt lieber nochmal 2 gerade Striche, nochmal einen so. Wenn ich jetzt die X-Achse spiegeln andrücke, dann werden die von links nach rechts gespiegelt oder von rechts nach links, je nachdem wie man will, aber nicht alle. Und ihr könnt das sehen,
hier ist ja immer unten eine große Kerbe. Hier zeigt die mal nach rechts und hier zeigt sie nach links, links, links. Und hier rechts, links, rechts, links, links. Also immer mal so, mal so. Und wenn ich das jetzt von der Y-Achse mache, dann ist das von oben nach unten. Also hier ist diese Kerbe oben, hier ist diese Kerbe unten. Das variiert und spiegelt also sozusagen die jeweiligen Stempel von links nach rechts und von oben nach unten. Also sie werden nicht mehr gedreht, sondern gespiegelt. Hier in dem Ding kann ich jetzt auch ja, sozusagen die Komprimierung einstellen. Das heißt, die Pinselspitze wird gequetscht, wenn man so will. Und ich kann halt hier sagen, wie viel. Und hier an dem grünen Punkt kann ich die Pinselspitze auch rotieren, aber halt wirklich auf den Grad oder Millimeter genau. Wenn ihr euch erinnert, hier bei Bearbeiten, da könnt ihr das ja nur in diesen vier Schritten machen. Ja, und hier eben, wie ihr wollt. Ich mache jetzt mal einen Strich mit viel Druck am Anfang und wenig Druck am Ende. Und wenn ich jetzt hier diese Komprimierung habe, ich mache den Abstand noch mal größer, damit ihr das besser sehen könnt, dann ist bei viel Druck der Pinsel dann eben etwas breiter und bei wenig Druck sehr dünn. Und das hängt halt echt davon ab, wie ich das hier eingestellt habe. So, jetzt nehme ich das hier mal raus, mache das weg. Und wenn ich das jetzt bei Neigungsrundung einstelle, dann hängt das halt davon ab, wie ich den Pinsel halte. Ich halte ihn jetzt also sehr gerade, dann ist der sehr dünn. Und jetzt halte ich den sehr schräg und dann ist der noch sehr dünner. Naja, und je nachdem, hier bei Neigungsrundung und genauso bei Druckrundung, könnt ihr das natürlich auch ins Gegenteil einstellen. Jetzt kommen wir hier zu Formfilterung. Was ist das? Ja, genau. Das ist was. Ich kann das hier leider nicht vergrößern, aber jeder von diesen Formen hier hat ja Rundungen und auch diagonale Bereiche. Und wenn ich jetzt mal auf keine Filterung stelle, dann wird das hier alles viel gröber. Das seht ihr aber wirklich, also, na, das ist ein bisschen wie einem Floh in den Arsch gucken. Also es ist ganz, ganz, ganz geringfügig nur wahrnehmbar. Aber im Prinzip ist es eine Art Weichzeichnung der Pinselspitze. Bei verbessert ist das sehr stark und bei keine Filterung ist es eben gar nicht da und klassische Filterung ist so ein Mittelweg. Ich habe das mal vorbereitet, um euch das mal zu visualisieren. Stellt euch einfach mal vor, das hier ist der Rand von einer Pinselspitze, nur ganz stark vergrößert, so dass ihr die einzelnen Pixel erkennen könnt. Und jetzt ist es nun mal so, ein Pixelprogramm kann Rundungen oder Diagonale nicht glatt darstellen, sondern hat immer diese Stufenbildung. Wenn ich jetzt diese Filterung nicht drin habe, dann ist das so und sehr hart. Wenn ich jetzt aber diese Stufenfilterung reinmache, dann wird der Pinsel so ein bisschen weich gezeichnet. Es werden also bis zu einem gewissen Grad transparente Pixel an diese Kante hinzugefügt, um das weicher erscheinen zu lassen und den Übergang hier etwas zu glätten. Ich denke, das kann man checken, ne? Das checkt ihr. Ja, ihr checkt das. Okay. Weiter geht's jetzt mit der Körnung. Die ist ja so basismäßig im Prinzip nicht vorhanden. Wenn wir bei Bearbeiten reingehen und dann Importieren drücken, dann können wir wieder auf die Quellbibliothek zugreifen. Aber wir nehmen jetzt mal ein Foto. Ich habe jetzt einfach mal meine Kuscheldecke fotografiert. Die sieht man hier. Wie ihr gesehen habt, war das ein Farbfoto und das wird jetzt hier von Procreate aber automatisch schwarz-weiß gemacht. Ihr könnt als Körnung alles nehmen, was Struktur hat. Ihr könnt zum Beispiel Kies fotografieren, Fliesen, Rasen, alles, ne, das Fell von eurem Hund, was auch immer passt, oder in Blätter von Bäumen rein, irgendwas, was eben so eine Textur hergibt.
Man kann jetzt mit zwei Fingern die Textur auch umkehren oder man kann die auch halt so drehen, wenn man möchte. Und wir machen das jetzt mit einem eigenen, weil ich euch hier zeigen will, dass hier die Option ist Auto-Wiederholung. Dann wird nämlich aus dieser Textur ein Endlosmuster gemacht, was sich in alle Himmelsrichtungen endlos aneinander reiht und wiederholt. Ihr könnt das dann hier auch nochmal verschieben. Ist jetzt natürlich, solange wir da so rausgezoomt sind, würde man die Kanten sehen. Wenn ich hier aber bei Körnungsgröße etwas größer werde, dann zoomen wir quasi in das Muster rein. Das kann man dann ausprobieren, wie man das will. Und hier bei Drehen kann man das nahtlos rotieren. Kantenüberlagerung, das stellt einfach nur ein, wie sehr überlappen sich die Muster. Und Maskenhärte stellt dann ein, wo die sich überlappen, wie weich das ist oder hartkantig. Und Spiegelüberlagerung kann man halt einstellen oder Pyramidenüberlagerung. Und das beeinflusst dann halt, wie die Sachen jetzt hier zusammengemorpht werden. Genau, da kann man dann so ein bisschen rumspielen, bis man jetzt eben meint, so gefällt einem das, so findet man das schön. Ich finde das so jetzt ganz gut. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. So, Textur wird erstellt. Okay, zack. Und jetzt haben wir im Prinzip die Kuscheldecke, das ist jetzt also der Kuschelstrich, in der Linie drin. Jetzt gehen wir erstmal hier rechts auf Texturiert. Von der Größe der Textur, da kann ich jetzt quasi wieder rauszoomen. Dann wird das also ganz, ganz klein, ganz weit weg von der Textur. Und umso größer ich werde, desto näher zoome ich ran. Ich zeige das mal mit so einem etwas dickeren Stift. Genau, hier kann man das besser sehen. Ne? Man geht immer näher rein, es wird immer, immer pixeliger. Und hier geht man eben immer weiter raus, bis es auch ganz, ganz klein wird. Wir machen jetzt mal so ein Mittelding, dass man das noch halbwegs erkennt. Bei der Tiefe, da wird das im Prinzip dunkler oder heller. Im Prinzip, wie sichtbar wird nachher die Textur? Der Überblendemodus, den kann ich hier einstellen, da gibt es dann eben verschiedene. Das nimmt dann Einfluss, wenn ich zeichne, wie wird das dargestellt. Und wenn man sich hier durchprobiert, ne, bei Differenz ist klar, das ist im Prinzip der Negativteil. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren, aber ich würde grundsätzlich Multiplizieren einstellen, weil das heißt, das ist im Prinzip transparent und das macht am meisten Sinn. Bei Helligkeit wird das natürlich viel heller. Oder es wird viel dunkler. Ihr müsst euch merken, was jetzt hier weiß dargestellt ist, ist später das, was als Farbe dargestellt ist. Das mag jetzt also hier sehr hell wirken, ist aber in Wirklichkeit später eine relativ dunkle Pinselspitze. Ich zeige euch das einfach mal. Also der malt jetzt halt voll farbig, auch wenn man vielleicht meinen mag, der würde total hell sein. Wir können das jetzt mal im Gegensatz ganz weit runterstellen. Und dann kommen da eben nur noch diese Tüpferchen. Also das, ne, was wir auch hier so sehen als Tüpferchen. Und das wollte ich jetzt einfach nur noch mal dazu sagen, weil das irritierend wirken kann. Dass man, wenn man mit Schwarz zeichnet, und hier war das aber in Weiß angezeigt, ne, dass das so ein bisschen verwirrend ist. So. Hier das gleiche mit dem Kontrast, das macht das Schwarz schwärzer und das Weiß weißer und reduziert die Grautöne dazwischen. Und wenn wir das umgekehrt machen, morpht das im Prinzip irgendwann komplett zusammen. Nach rechts wird es total getrennt und hier wird es total zusammengemorpht. Hier bei Kornfilterung, das habe ich erklärt bei Form. Das ist ein bisschen komplex, deswegen würde ich euch bitten, das bei Form nochmal anzugucken. Bei Mitgehend, da haben wir jetzt Folgendes. Wir machen mal eine Schlangenlinie. Und wenn ich jetzt auf Verschieben hier, also das weit rausnehme, dann geht die Textur mit der Linie mit. Wenn ich das ganz hoch mache, dann nicht.
dann ist das eher, als würde ich jetzt einfach dieses Muster freilegen, aber es geht nicht mit dem Strich mit. So, wir machen das mal gerade ganz hoch, damit man das gut sieht. Wenn ich jetzt hier bei der Größe drehe, dann zoome ich auch wieder in die Textur hinein oder eben aus der Textur heraus. Zoomen selber heißt, dass mit mit dem Druck auch die Größe des Musters in der Linie variiert. Dafür muss man mal bei Apple Pencil auch abhängig machen hier, dass der, wenn ich mehr drücke, auch größer wird. Und erst jetzt wird das hier auch sichtbar. Wenn ich ganz klein male, ist das Muster klein. Und wenn ich ganz groß male, wird auch dieses Muster mit vergrößert. Ich glaube, mit Gelb sieht man das auch etwas besser. Dass das dann halt auch wirklich kleiner ist. Aha, umso mehr wir das nach links drehen, desto krasser wird das. Das sieht man ganz gut, dass hier die dunklen Flächen so klein sind und hier wirklich viel, viel größer dargestellt werden. Und das ist eben abhängig vom Druck. Also wenn ich das bei Apple Pencil nicht eingestellt habe, würde ich hier gar keinen Effekt bemerken beim Zeichnen. So, für Rotation mache ich jetzt so eine geschlängelte Linie. Und wenn ich das ganz hoch stelle, dann kommt hier am Ende Strich folgen. Das heißt, die werden jetzt auch wieder in Richtung des Striches gedreht, die einzelnen Stempel. Bei Tiefe, da kann ich jetzt auch, wie vorhin schon bei Textur, bestimmen, wie sichtbar meine Textur in der Pinselspitze wird. Und die Einstellung minimale Tiefe und Tiefenjitter, das hängt hier halt mit Tiefe zusammen. Ich habe jetzt mal Tiefe auf maximal und die minimale Tiefe, die kann ich hier auch einstellen. Das wird also bestimmen, wie wenig gezeigt wird. Also wie wenig maximal gezeigt wird. Also das ist einfach wieder diese Range. Und der Tiefenjitter, dafür mache ich jetzt bei Fadkontur hier mal so eine Vereinzelung rein. Gehe nochmal auf Körnung. Jetzt den Tiefenjitter sehr hoch stelle und hier die minimale Tiefe nochmal was höher, dann sieht man, dass jetzt dieser Tiefenjitter, also die Abwechslung, variiert zwischen sehr viel Tiefe, also sehr viel Textur und sehr wenig Tiefe. Und wenn ich jetzt die minimale Tiefe auf 0 stelle, dann kann eben sein, dass sogar was dazwischen ist, wo die Textur überhaupt nicht mehr drin ist. So kann ich also in die Linie ein bisschen Abwechslung bringen, dass die Textur nicht die ganze Zeit so intensiv ist, sondern das Ganze einfach variiert. Und das hier ist dann einfach die Range zwischen, okay, 100% tief, 0% tief. Und wenn ich das auf die Mitte stelle, dann geht das eben zwischen 100% tief und 50% tief, diese Variation. So, der Offset-Jitter, der ist jetzt einfach dafür da, dass dieses Muster bei jedem Strich, was man auch besser sieht, wenn man Striche macht, variiert. Das heißt, jeder Strich, den ich setze, kriegt eben eine etwas andere Textur. Das macht schon Sinn, weil sich dann nicht alles wiederholt, sondern eben jeder Strich anders ist. Diese Körnung und Textur, die wird dann jedes Mal neu gesetzt. Ja, und hier bei Helligkeit und Kontrast, das ist im Prinzip wieder genau das Gleiche, auch mit dem Überblendemodus wie bei Texturiert. Und hier die Kornfilterung auch wieder nochmal bei Form bitte nachgucken. So, wir gehen jetzt mal zum Apple Pencil. Aber damit man auch vernünftig sieht, was diese Sachen hier machen, brauchen wir ein bisschen eine andere Pinselspitze. Deswegen gehen wir jetzt mal eben auf Form, Bearbeiten, Importieren, Quellbibliothek, Flat Brush 2. So,
totschick. Und dann auch die Körnung bearbeiten, importieren, Quellbibliothek. Und dann nehmen wir jetzt mal Canvas. Ist zwar rotzehässlich, aber jetzt erstmal sehr dienlich dem Zwecke, das hier zu erklären. Ich zeichne jetzt eine Linie, wo ich ganz leicht aufdrücke und dann ganz fest. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn ich jetzt aber hier bei der Größe das ganz hoch stelle, da sieht man, wo ich ganz leicht gedrückt habe, ist der sehr dünn. Und wo ich sehr fest gedrückt habe, ist der Strich sehr dick. Ich kann natürlich dann einstellen, wie heftig dieser Effekt sein soll, oder ich kann diesen Effekt umkehren. Das gleiche hier für die Deckkraft. Fest gedrückt, sehr deckend, wenig gedrückt, nicht so deckend. Und auch das kann ich mehr oder weniger empfindlich einstellen. Fließen. Das heißt, wenig gedrückt, wenig Farbe, viel gedrückt, viel Farbe. Das mag sich jetzt erstmal sehr nach Deckkraft anhören. Das ist sich im Prinzip auch sehr ähnlich. Aber wenn ihr mal hier schaut, ganz leicht gedrückt, also das ist hier viel, viel sensibler. Ich mache das nochmal weg und zeige das nochmal bei der Deckkraft. Also hier sieht man schon viel, viel mehr. Das heißt, wenn ihr das über Fliesen macht, das hat einfach eher was damit zu tun, wie viel Tinte wird vom Pinsel freigesetzt, wenn ich drücke. Wenn ihr das also hier über Fliesen macht, dann habt ihr einen viel, viel sensibleren Pinsel. So, zerlaufen, das macht so richtig Kontrast in die Pinselspitze. Der wird viel stumpfer in seinen Empfindungen. Und der Kontrast wird so hochgeschraubt. Das heißt, hier von dieser Körnung und von der Form, da werden so diese ganzen Grauwerte rausgenommen und es wird eben so ziemlich kontrastreich. Glätten, das ist eigentlich nur eine Option, um all die Einstellungen, die man hier vorgenommen hat, wenn man das dann glättet, dann morpht es das einfach so ein bisschen zusammen. Das ist wie so ein Assistent, der sagt, ja gut, die Einstellung hast du ganz schön gemacht, aber bei der einen hast du ein bisschen übertrieben. Ich mache das mal für dich ein bisschen runter. Sieht am Ende schöner aus. Ab hier kommt jetzt Neigen. Das heißt, diese Einstellungen, die ich hier treffe, hängen halt mit diesem Winkel hier zusammen. So, ich mache mal wieder auf die 9%. Ich jetzt hier die Deckkraft ganz hoch stelle, ich mal einfach einen geraden Strich und dann einen sehr schrägen Strich, dann heißt das, umso schräger ich zeichne, desto geringer ist die Deckkraft, beziehungsweise desto mehr wird die Deckkraft hier beeinflusst, so kann man es vielleicht auch formulieren. Und das ist wie bei einem richtigen Bleistift oder Stift, wenn man so schräg malt, dann wird das alles eben nicht so hell und auf den Punkt, wie wenn ich es hier so ganz gerade mache. Abstufung, das stellen wir jetzt mal ganz hoch. Das kann diesen Effekt noch verstärken. Ich mache mal eben bei Fadkontur den Abstand relativ groß. Und jetzt tippe ich mal so gerade und mal schräg. Und jetzt seht ihr, Abstufung heißt, in diesen jeweils einzelnen Stempeln ist jetzt ein Verlauf drin. Jetzt möchte ich ja aber vielleicht, dass das da am stärksten malt, wo auch die Spitze ist und der Verlauf dann Richtung Stift ist. Wenn ich jetzt hier bei Formen drücke und auf Bearbeiten, dann kann ich das drehen. Fertig. Apple Pencil. Und wenn ich das jetzt mache, seht ihr, dann ist das jetzt links so stark und wird nach rechts weicher. Und wenn ich jetzt bei Fadkontur den Abstand mal wieder ein bisschen zusammenfüge, dann kann ich auch sehen, dass ich jetzt in der Linie selber so einen Verlauf drin habe. Das finde ich ziemlich cool. So, bei Zerlaufen, das ist ähnlich wie hier oben, beziehungsweise genau das gleiche, nur eben abhängig von dem Winkel. Das heißt, der Kontrast wird hier wieder ziemlich krass hochgeschraubt. Größe.
Abstufung nehmen wir mal wieder raus. Da muss man jetzt hier mal die Größenkompression ausmachen, damit man das sieht. Ich male einen normalen Strich mit einem geraden Stift. Ich male einen Strich mit einem schrägen Strich. Das heißt, die Größe wird viel größer, wenn ich den schräg halte. Das kann ganz cool sein, wenn man jetzt dann nicht beim Zeichnen hier am Cursor die Pinselspitze verstellen will oder so. Und wenn man jetzt Größenkompression anmacht, dann wird das irgendwie aufgehoben. Also weiß der Geier, warum? Ich weiß es nicht. Und der Geier auch nicht. So. Bei Eigenschaften, da zäumen wir das Pferdchen jetzt mal ein bisschen von hinten auf. Ich kann hier die maximale und die minimale Deckkraft anzeigen, einstellen. So. Maximale Deckkraft heißt, dass er dann natürlich komplett deckt und minimal eben gar nicht. Wenn ich jetzt die maximale Deckkraft runterstelle, dann malt der Pinsel nicht mehr richtig deckend. Wenn ich das wieder ganz hoch stelle, sieht man, der malt komplett deckend. Wie die Einstellungen sind, wenn ich hier mal auf Fertig drücke, das hat dann auch Einfluss auf die Einstellung hier. Ich kann ja hier die Deckkraft auf 100% machen. Diese 100% sind dann aber nicht mehr Deckkraft, als ich im Pinselstudio eingestellt habe. Auch hier sieht man, der malt jetzt eben nicht 100%ig deckend. So, das gleiche gibt es hier mit minimaler und maximaler Größe. Können wir mal ein bisschen mehr machen. Aber wie ich das hier eingestellt habe, entscheidet dann auch wieder hier, wie groß oder wie klein diese Pinselspitze werden kann. Wischfinger nimmt tatsächlich Einfluss darauf, wie sich der Pinsel verhält, sofern ich ihn als Wischfinger benutze. Ich würde hier einfach immer 100% einstellen, weil wenn ich hier den Wischfinger habe, dann kann ich ja hier das wieder kontrollieren, ob das jetzt 100% haben soll oder nicht und so weiter. Aber auch das kann man natürlich, wenn man will, hier begrenzen. So, die Vorschaugröße, das ist im Prinzip die gleiche Einstellung wie hier unter Zeichenblock. Also wie groß ist jetzt dieser Pinsel dargestellt. Aber, ich mache jetzt aber gerade die Deckkraft mal ganz hoch. Vorschau ist bei 7%. Gucken uns das hier mal an. Jetzt seht ihr das, glaube ich, auch besser. Jetzt machen wir die Vorschau nochmal ziemlich groß. Also um die 70%. Und dann wird die Vorschau hier auch viel, viel größer dargestellt. Wir überspringen mal kurz an Display ausrichten und sagen erstmal nur kurz hier Stempelvorschau verwenden. Das heißt, auch hier wird mir jetzt quasi einmal der Stempel, also die Form, angezeigt und nicht mehr der Strich, aus dem sich diese Form ergibt. Wo ist es zum Beispiel? Hier, bei meinen Bäumen. Da macht es ja zum Beispiel Sinn, dass ich auch einmal diesen Baum hier sehe und nicht einen Strich, der aus einem Baum gemalt wurde. Und an Display ausrichten. Das ist jetzt so eine Sache. Ich habe da was vorbereitet. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, eine Leinwand hat ja ein links, ein oben, ein unten, ein rechts. Ich kann ja aber die Leinwand drehen, wie ich will. Und trotzdem würde sich die Pinselspitze daran orientieren, wo hier links, oben, rechts und unten und so weiter ist. Ich habe hier auch eine Pinselspitze. Die sieht so aus. Oben, unten, links, rechts. Das heißt, ich drehe die jetzt und trotzdem zeigt das O zum O, das L zum L oder ich drehe es so rum und trotzdem. Die Pinselspitze richtet sich also immer an der Leinwand aus. Wenn ich jetzt sage, an Display ausrichten, dann bestimmt jetzt nicht mehr die Leinwand, wo oben und unten ist. Wir machen das jetzt mal auf den Kopf.
sondern der Display. Das heißt, es ist immer hier oben, immer hier unten und so weiter. Das heißt, ich mache jetzt mal den Stempel und das O zeigt nach oben und nicht mehr in die Richtung von dem oben von der Leinwand. Kann euch das nochmal zeigen. Das O zeigt nach oben. Also egal, wie ich die Leinwand drehe, der Pinsel richtet sich am Display aus. So, weiter geht's mit der Dynamik. Dafür radiere ich das jetzt nochmal weg. Außerdem nehme ich eine schöne Farbe, weil ich viel lieber bunt male. Und jetzt mache ich einen Strich. Erst ganz langsam und dann ganz schnell. So. Und wenn ich jetzt hier bei Größe das mal einstelle, sieht man, dass das halt, wo ich schneller war, dünner wird. Ich kann das natürlich auch umdrehen, also dass es genau umgekehrt ist, der Effekt. So, das gleiche für die Deckkraft. Ich war nicht schnell genug. Nochmal. Haha, jetzt sieht man es. Okay, also wenn ich langsam male, sehr deckend. Wenn ich ganz schnell male, dann nicht mehr so deckend. Das finde ich beides irgendwie ganz cool, weil mir das auch realistisch vorkommt. So, Jitter ist ja immer Abwechslung, Zufall, Abweichung. Wir machen mal die Fahrtkontur hier an, da den Abstand etwas größer. Und gehen dann nochmal auf Dynamik. Das heißt, ich habe jetzt Jitter in der Größe. Also Abwechslung und Abweichungen in der Größe. Das sieht man ja. Jetzt wird das klein, mittel, groß, alles Mögliche, völlig random. Also da ist kein System hinter, was man verstehen könnte. Man kann nur regulieren, wie stark jetzt dieser Unterschied ist. Wenn ich da wenig habe, dann ist dieser Unterschied auch gering. Das heißt, es gibt so große und mittelgroße. Wenn ich das jetzt richtig krass einstelle, dann sind die winzig, kaum sichtbar bis groß. So, same hier mit der Deckkraft. Zwischen nicht mehr sichtbar und sichtbar, beziehungsweise so 1% oder so, also der schimmert hier noch der Kreis und hier aber ist kaum noch sichtbar. Und ne, umso weniger, desto weniger Kontrast. Und das sieht man eben besser, wenn man bei Fahrtkontur den Abstand groß hat. So würde es ja kaum auffallen, dann wäre das eine ganz normale Linie und kein Mensch weiß, was hier los ist. Guck mal, sieht aus, als wäre nichts passiert, ne? Hier? Hier schon so ein bisschen. Ja, dann seht ihr das auch mal als Linie. Genau, das ist Dynamik. So, für das nächste tippen wir mal auf den Pinsel. Unter Kohle klicken wir mal die Holzkohle an. Jetzt sind wir hier bei Verjüngung. So, und zwar mache ich jetzt einmal einen Strich mit dem Apple Pencil und einmal mit dem Finger. Genau. Bei Verjüngung, da geht es jetzt darum, wie der Strich, den wir zeichnen, beginnt und wie der endet. Das ist hier dargestellt in diesem Balken für den Anfang und für das Ende. Umso weiter ich die beiden in die Mitte stelle, desto spitzer kann nachher halt dieses Ende werden. Ich kann aber auch ein Ende spitz lassen und das andere stumpf, dass es eben nicht spitz wird am Ende. Spitzengrößen verbinden heißt nichts anderes, als dass, wenn ich jetzt hier etwas verstelle, sich beide Seiten immer synchronisieren. Das heißt, in jedem Fall der Strich immer genauso anfängt, wie er endet. Wenn ich das aber unterschiedlich haben will, mache ich das aus und sage am Ende stumpf, am Anfang turbospitz. So, ich möchte jetzt aber beides gleich. Hier oben mit dem Druck, das hat halt mit dem Apple Pencil zu tun. Und hier, wo Berührung zutage kommt, hat das halt zu tun, wenn man den Finger benutzt, um zu zeichnen. Ist wahrscheinlich nicht bei vielen der Fall, aber trotzdem soll es mal erwähnt sein. Jetzt kann ich hier bei Größe
im Prinzip einstellen, wie lang, also auf welcher Strecke diese Verjüngung stattfindet. Also nicht groß, klein, sondern eben auf welcher Strecke, ja, ne? Sieht man ja, wenn man das hier verstellt. Da wird es viel spitzer oder viel stumpfer. Genau, könnte man auch sagen. Umso größer, desto spitzer und hier desto kleiner, desto stumpfer. Jetzt machen wir es nochmal aus, damit man das mit der Deckkraft sieht. Das heißt, ich beeinflusse jetzt nicht, dass die spitz oder stumpf wird, sondern eben deckend oder blass. Das sieht man hier am Ende ein bisschen. Falsch. Hier, da wird es blass und deckend. Blass und deckend. Genau, und hier mit Druck kann ich das halt noch viel, viel empfindlicher einstellen. Ich war ja dann auch sehr schnell, habe entsprechend auch wenig gedrückt und hier sehr viel gedrückt. Und umso mehr ich hier einstelle bei Druck, desto blasser wird das Ganze. Und hier bei der Spitze, da müssen wir jetzt hier bei der Größe das nochmal einstellen. Da kann man eben, wenn man das ganz hoch stellt, sagen, die Spitze soll sehr abgerundet sein. Und wenn man das runterstellt, wird die eben immer spitzer. Genau. Animation der Spitze, das sieht man dann beim Zeichnen. Das macht aber im Endergebnis überhaupt keinen Unterschied, ob ihr das an- oder ausmacht. Dann haben wir hier im Prinzip genau die gleichen Sachen, kann man hier einstellen wie da oben. Jetzt eben nur für die, die mit dem Finger malen. So, und hier unten Verjüngung klassisch, wenn wir das anschalten, das hat nichts anderes zu sagen, als dass wir zu Einstellungen zurückkehren für diese ganze Verjüngungsgeschichte, die bei den alten Versionen von Procreate irgendwie angesagt waren. Warum? Wer will das? Also, ne, vielleicht, wenn man ganz früher damit gezeichnet hat und jetzt ist alles anders und man will sich das bewahren. Aber warum nur da? Ich verstehe es nicht. Na? Farbdynamik. Der Knaller. Das ist der absolute Spielplatz des Pinselstudios. Und ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Im Zeichenblock nehme ich jetzt hier mal so ungefähr 80% und ein Gelb. Und bei Fadkontur mache ich jetzt mal den Abstand so auf 55%. Und dann zeige ich euch mal eine Linie. Und jetzt sehen wir wegen Fadkonturabstand halt die einzelnen Punkte oder Stempel, aus der diese Linie besteht. Und bei Stempelfarben Jitter, Stempelfarben bezieht sich jetzt also auf Stempel, also auf jeden einzelnen Stempel, aus dem diese Linie gemacht ist. Jitter heißt ja immer Abwechslung, Zufall, Variante. Wenn ich das jetzt also hier hochstelle, dann kriegen wir immer krasser unterschiedliche Farben. Ich liebe es. So, und wenn man das jetzt nur so ein bisschen macht, dann finde ich das ganz nice. Dann habe ich halt in einem Pinselstrich so ein Gelb-Orange oder wenn ich mit einem Blau male, kann das auch so ein bisschen mal ins Grün abdriften oder so. Ich finde, das macht so eine schöne, dezente Variation in der Linie, was wirklich sehr schön aussehen kann. Machen wir es aber mal weg. Und wenn ich das hier hochstelle, das heißt, die Abwechslung in der Sättigung von den jeweiligen Stempeln, die wird eben dann auch ganz stark variiert oder eben nur so ein bisschen. Das heißt, wenn ich eine Linie zeichne, dann kann die mal sehr satt und intensiv sein oder auch sehr blass werden. So, für Helligkeit brauchen wir jetzt auch mal eine dunkle Linie dazu. Weil man kann es nicht ganz so gut sehen. Dieses Lila hier, das wird da auch teilweise dunkler. Also manche von diesen Kreisen sind heller und manche sind auch dunkler. Das heißt, die Variante findet jetzt zwischen hell-dunkel statt. Und die Dunkelheit, ja, dann geht das eben von dem Ton, den man gewählt hat, bis ins Schwarz. Wenn ich das nicht ganz so hoch stelle, zum Beispiel auf 50% ungefähr, dann wird dem Ton, den ich schon ausgewählt habe, bis zu 50% schwarz beigemischt.
So, und dann kommt zweite Farbe. Wenn ich das hier anmache, denke ich so, ja super, es wird wieder hell-dunkel. Aber das sieht man erst hier im Pinselstudio. Es ist der Knaller. Passt mal auf. Ihr könnt die Farben für diese zweite Farbe hier einstellen, unter Farben. Ich habe jetzt hier drin ein dunkelgrün. Ich nehme jetzt aber ein rosa. Und hier, wo ich das Türkis habe, tue ich jetzt mal so ein, naja, lieber ein Gelb rein. Ne, wir haben jetzt also rosa und gelb. Ich habe das jetzt bei diesen Blättern im Pinselstudio auch schon so eingestellt. Ja, aber ich zeige es euch erstmal so. Jetzt mag man denken, da sind ja 1000 Farben drin, ist aber falsch. Genau zwei Farben sind hier drin, dieser Rosaton und das Gelb. Alle anderen Farben dazwischen sind eine Mischung aus diesem Gelb und diesem Rosa. Und so kriegt man halt diese Varianten hin. Was halt richtig geil ist, wenn man hier zum Beispiel mit Blättern zeichnet oder so. Dann kann man halt direkt in einem Pinselstrich Varianten machen, wie die Blätter gefärbt sind und kriegt direkt so ungefähr alle Farben des Herbstes da rein. Und das finde ich phänomenal. Gut, aber ab zurück ins Studio. Wir machen das mal jetzt aus. Bei Fahrtkontur mache ich jetzt hier bei dem Abstand wieder so ungefähr 15%. Zurück ins Pinselstudio, nehme wieder Gelb. So, Strichfarben-Jitter. Also wir haben wieder eine Abwechslung, aber diesmal nicht in den einzelnen Stempeln, sondern in dem jeweiligen Strich. Das heißt, jeder Strich bekommt eine andere Farbe. Hier habe ich scheinbar zwischendurch kurz irgendwie den Kontakt verloren. Und ne, umso weniger ich das mache, desto weniger unterschiedlich werden die, bis hin, dass eben jeder Strich völlig anders ist als der davor. Das Gleiche gilt halt auch für die Sättigung, bis hin zu überhaupt nicht mehr gesättigt. Und im Prinzip ist das genau das gleiche Spiel wie hier oben mit Helligkeit und Dunkelheit. Ich zeige jetzt aber hier auch nochmal die zweite Farbe. Das heißt, jeder Strich kriegt jetzt eine andere Nuance. Also jeder neue Strich kriegt eine neue Farbe zugewiesen, die aus den beiden gewählten Farben hier gemischt ist. Und das finde ich auch ganz toll. Dann kann man auch so ein bisschen variieren und zeichnen, wenn man zum Beispiel Blätter malt. Und dann wird jedes Blatt kriegt so einen mini-mü anderen Grünton oder so. Das finde ich schon, ist eine ziemlich praktische Sache. So, bei Apple Pencil mache ich jetzt mal eben bei Druck, bei Größe, den Pinsel auch druckempfindlich, um euch zu zeigen, ich drücke jetzt ganz wenig und jetzt drücke ich ganz viel, also wird er erst dünn und dann dick. Und jetzt ist das Ganze abhängig von dem Druck, den ich ausgewählt habe, wenn ich das denn mit Farbe gemalt hätte, weil dann sieht man natürlich auch andere Farben. So, genau, und auch hier ist dann wieder, je nachdem, wie ich das einstelle, die Range halt total krass. Also der Spielraum, meine ich mit Range. Oder eben auch nicht. Und das hängt jetzt von dem Druck ab. Starker, also ganz starker Druck ist orange, ganz leichter Druck sind eben eher die kalten Farben. Und auch hier zweite Farbe. Drücke ich also fester, verändert sich die Farbe meines Pinsels. Finde ich super geil. Und dann haben wir das auch nochmal mit dem Winkel. Das heißt, ich mache jetzt eine ganz gerade Linie und dann eine schräge Linie. Ich muss das jetzt aber hier nochmal eben abschalten. So, genau. Und wenn ich das jetzt bei Neigung habe, dann nimmt das nur Einfluss, wenn ich schräg gemalt habe mit der Stiftspitze. Und wenn ich gerade gemalt habe, ist es egal. Das sehen wir jetzt bei Farbton. Es verändert sich also nur der Strich, den ich schräg gemalt habe. Und ansonsten sind die ganzen Einstellungen wie schon bekannt. So viel zum Pinselstudio. Meine Patreons, die haben ja vor einiger Zeit schon eine Regenbogenpinselspitze von mir zum Download bekommen. Die könnt ihr nämlich dann hier auch bauen mit diesen Einstellungen. So, fürs Rendering habe ich bei der Form den Soft und bei Körnung mal Canvas. Gehen wir mal bei Rendering rein.
mache ich einmal mit Gelb, mit wenig und mit viel Druck. Und auch mit wenig und viel Druck einen pinken Strich. So, jetzt gibt es hier zwei Kategorien. Das sind einmal diese vier Stück mit von leicht bis stark deckend. Die haben etwas mehr Wasser als Pigment sozusagen. Und die überblenden hier, die beiden, gleichmäßig und intensiv, haben quasi weniger Wasser und mehr Pigment. Wir sehen dann auch gleich, was das bedeutet. So, wenn ich jetzt hier leicht deckend ankreuze, dann sehe ich, die Textur bleibt gut erhalten und zu den Rändern hin wird ausgeblendet. Das hängt jetzt natürlich auch hier mit der Form zusammen, die ich hier verwende. Wenn ich jetzt eine hätte, die an den Seiten sehr hart wäre, dann würde das natürlich kaum sichtbar sein. So, gleichmäßig deckend. Das ist wirklich relativ druckempfindlich. Ne? Also man sieht, wo ich viel gedrückt habe, da ist es dann auch sehr gut ausgefärbt und wo ich leicht gedrückt habe, nicht mehr. Bei intensiv deckend merkt man, die ist schon gar nicht mehr so druckempfindlich und die Textur, die kommt hier auch wirklich gut raus. Bei stark deckend, da ist das auch schon so alles so ein bisschen weicher. Na, also man muss sich dann hier einfach mal noch mal so ein bisschen durchklicken und sich dann wirklich hier mal visualisieren, wie die Unterschiede jetzt genau sind. Wenn ich jetzt hier unten intensiv überblenden andrücke und dann wieder intensiv deckend, passiert überhaupt kein Unterschied mehr. So, und das Gleiche, warte mal, das habe ich bei stark deckend und gleichmäßig überblenden. Genau, also bei diesen beiden gibt es keinen Unterschied mehr und bei intensiv deckend und intensiv überblenden auch nicht. Zumindest hier im Pinselstudio. Das ist was, dafür müssten wir jetzt halt wieder damit zeichnen. Wir haben jetzt mal intensiv deckend an. Fertig. Machen mal einen Strich. Dann gehen wir mal zurück und machen intensives Überblenden und machen einen Strich. So, und jetzt machen wir nochmal die Deckkraft etwas runter und machen einen Strich. Und dann gehen wir nochmal auf intensiv deckend, fertig, und machen wieder einen Strich. Man sieht also bei intensiv deckend, jetzt kommt das zu tragen, dass das einfach viel verwässerter ist und die andere, diese Überblende-Dinger, nicht so viel Wasser drin haben. Das heißt, die Farbe ist im Prinzip pastöser, also mehr wie Zahnpasta und nicht wie Wasser. Und deswegen wird hier auch mehr die Struktur, also die Körnung, rausgearbeitet. So, das Gleiche ist das dann hier auch mit stark deckend und überblenden. Fließen heißt jetzt einfach, wie viel Farbe fließt wirklich vom Pinsel runter aufs Papier. Und nasse Kanten, das ist ganz cool, dafür nehmen wir jetzt mal eben die Körnung raus. Dann sieht man das besser. Nasse Kanten konzentriert die Pigmente am äußeren Rand. Mit Farbe sieht man das besser. Da seht ihr, im Prinzip ist das jetzt außen gesättigter und intensiver und innen etwas mehr verwässert. Ich finde, das ist was, was man auch gut verwenden kann, wenn man Aquarellpinsel benutzen möchte. So, das mache ich dann jetzt nochmal aus. Und jetzt haben wir hier Brandkanten. Wenn er dann, ja, ich glaube, das mal genau hinguckt, dann könnt ihr sehen, dass da, wo die Kanten sich überlappen, mit einem anderen Strich sich die Farbe leicht verändert. Hier bei Pink und Blau wird es zum Beispiel so ein bisschen lila-stichig, hier bei Gelb und Blau wird es so ein bisschen grün-stichig und bei Gelb und Pink hier wird es so ein bisschen orange. Ich kann jetzt von den Brandkanten auch noch den Modus hier verstellen. Da kann man sich dann mal so ein bisschen durchprobieren. Das heißt, der Einfluss, der auf diese Überschneidungsstellen genommen wird, der kann sich dann immer ein bisschen verändern und wieder anders aussehen. Wofür das allerdings gut sein soll, da habe ich jetzt gerade keine Idee. Und auch hier Überblende-Modus, da kann ich jetzt eben sagen, wie sollen die Farben, die ich male, sich verändern.
zueinander verhalten. Multiplizieren ist immer durchsichtig, hier sieht man das wirklich richtig gut. Die werden dann transparent und vermischen sich total. Und wenn ich normal habe, dann sind die alle je nach Deckkraft der Pinselspitze eben mehr oder weniger deckend. Und auch hier kann man sich mal so ein bisschen durchprobieren. Ich persönlich arbeite mit diesen Sachen fast gar nicht, also eigentlich nur mit Normal oder Multiplizieren. Und hier der Luminanzeffekt, das heißt im Prinzip, dass das Licht, also die Helligkeit aus der Farbe, dort, wo die sich überschneiden, nicht rausgenommen wird. So, wir sind jetzt bei Nassmix. Damit man da was sieht, habe ich bei Form den Flat Brush 2 und bei Körnung Canvas eingestellt. Und bei Fahrtkontur habe ich alles auf 0. Jetzt gehen wir mal in den Nassmix. Vorschaugröße 75%, Farbe Blau. Drücke jetzt mal wenig und sehr viel. Bei Apple Pencil ist ja die Deckkraft bei viel Druck noch auf Maximum, deswegen ist der jetzt auch am Ende dunkler. So, Nassmix heißt, hier sind ganz viele Einstellungen voneinander abhängig. Also manchmal, wenn ihr eine Einstellung nicht aktiviert habt, kann es sein, dass ihr hier unten rumdreht und nichts passiert. Es ist halt Nassmix und ich habe hier die Verwässerung. Wenn ich also nichts verwässert habe, dann sind im Prinzip die anderen Einstellungen wenig bis gar nicht aktiv. Verwässerung heißt jetzt also, wie viel Wasser ist in dem Pinsel? Also wie stark verdünnt wird meine Farbe? Das ist halt ganz cool für Aquarellpinsel und so. Dann haben wir Aufladen. Da sehen wir, da kommt auf einmal viel mehr Tinte rein, auch schon zu Beginn. Das heißt, wie viel Farbe, ich sage immer gerne Tinte, habe ich jetzt wirklich konkret hier vorne auf meiner Pinselspitze drin. Wir machen jetzt mal die Verwässerung ganz doll. Und wenn ich das jetzt hier wieder rausnehme auf ca. 50%, dann sieht man auch, am Anfang war noch Farbe. Wenn ich die Farbe jetzt hier rausnehme, dann habe ich nur das Wasser. Attack heißt jetzt, also das ist sehr, sehr abhängig vom Druck, wie viel Farbe habe ich durch den Druck aufgebracht. Das heißt, ich das jetzt wieder hochdrehe, sagen wir mal so 27%, dann sieht man, da wo ich feste gedrückt habe, kommt auch wieder mehr Farbe. Ich habe also hier vorne durch Aufladen mehr Farbe drin, weil meine Pinselspitze da noch ganz farbig war. Die hat sich aber blass gemalt und dann habe ich gedrückt. Also als hätte ich hier so einen Tintentank drin und dann nochmal durch Druck wird der sozusagen geleert. Und deswegen sind die jetzt hier so unterschiedlich gefärbt, die Abschnitte von der Linie. Aufnahme heißt jetzt, dass dieser Pinsel andere Farbe aufnimmt von der Leinwand. Das können wir jetzt mal auf 100 stellen und machen jetzt aber mal Aufladen weg. Das heißt, ich habe jetzt einen Wasserpinsel, der Farbe abgibt, wenn ich fest drücke, selbst aber erstmal nicht malt, aber andere Pigmente mitnimmt. Gucken uns das jetzt mal an. Ich mache jetzt mal eben mit einem anderen Pinsel einfach gelb. Und meinetwegen pink. Und dann gehen wir nochmal an den Pinsel, mit dem wir gerade gearbeitet haben. Ich streiche jetzt ganz leicht. Und je nachdem, wo ich die Farbe aufgenommen habe, zieht der Pinsel die jetzt immer mit. Wenn ich jetzt aber feste drücke, und dafür brauchen wir hier am besten noch eine schön auffällige Farbe, dann malt er in der Farbe, die ich ausgewählt habe. Wenn ich jetzt nicht so fest drücke, malt er nur ein bisschen in der Farbe, die ich ausgewählt habe, zieht aber trotzdem weiterhin diese Farben hin und her. Also ja, das ist so ein bisschen wie nass in nass malen oder wie sich das mit einer Ölfarbe verhalten würde und so weiter. Ich finde das wirklich ganz spannend. Man kann jetzt auch einstellen, dass der nicht bei Druck seine eigene Farbe loslässt, sondern eben von Anfang an selbst
Farbe auf der Spitze ist. Also das ist, als hätte ich jetzt wirklich mit der Pinselspitze in meine Farbpalette getunkt und die ganzen Farben darunter sind alle noch nass und ich male von Anfang an mit meiner eigenen Farbe, aber mein Pinsel malt sich halt leer. Jedes Mal, wenn ich neu ansetze, habe ich quasi neu in meine Palette getunkt und dann ist der Pinsel auch wieder leer. Nimmt aber die Farbe von anderen Flächen wieder auf. Also das, finde ich, kommt dem Malen sehr nah. Und das, finde ich, ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Okay, aber wir wollen jetzt Attack wieder ein bisschen anmachen, damit man das hier auch alles schön sieht. Körnung heißt, ich kann den Kontrast, der hier in der Körnung, also der dieser Textur ist, hochstellen. Dann wird das einfach mehr herausgearbeitet und wenn ich es runterstelle, wird es einfach auch blasser. Das gleiche gilt hier für die Unschärfe. Ich habe dann, das sieht man nur wenig, also da müsst ihr hier mal ganz genau drauf achten. Ich nehme jetzt noch mal Blau. Seht ihr das? Wenn man die Unschärfe jetzt rausnimmt, dann kommt die Textur wieder mehr zur Geltung. Vielleicht kann man das hier mit dem Abstand noch mal besser zeigen. Jetzt wird er so verschwommen und wenn ich das rausnehme, wird das wieder sehr scharf. Ich mache es immer noch mal ein bisschen größer. Ich habe immer Angst, ihr könnt das nicht sehen. Okay. So. Verschwommen, nicht verschwommen. Unschärfen Jitter, das bezieht sich jetzt wieder auf die Unschärfe, die ich eingestellt habe. Wir können ja eine Unschärfe haben von 0 bis 100 und ich sag mal, wenn ich die jetzt hier auf 100 habe und jetzt hier 50% einstelle, dann variiert die Unschärfe in den jeweils einzelnen Stempeln, aus der dieser Pinsel ist. Das heißt, die Textur wird mal schärfer und mal unschärfer. Und dann gehen wir hier in den Nässe Jitter. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben eben die Verwässerung ausgestellt habe, dann hat der Nässe Jitter auch keinen Einfluss. Das heißt aber, dass eben Jitter, Abwechslung, manche der Pinselstriche total verwässert sind und manche eben viel weniger. Das bringt auch noch mal so ein bisschen Abwechslung in die Deckkraft dieser Pinselspitze. Ist also hier auch wirklich eine ganz coole Mischung und das ist eng verknüpft mit dem Rendering, mit den Einstellungen, was dieser Pinsel tatsächlich nachher macht. Aber ich finde es, wie gesagt, Weltklasse, weil das den Pinselspitzen, die wirklich wie Pinsel sich verhalten sollen, also dem Malen sehr nahe kommen sollen mit Farbe und Pinsel, hier eigentlich wirklich die wichtigsten Einstellungen dafür getroffen werden. Über diesen Pinsel. Das heißt, wenn ihr hier oben bei unbenannter Pinsel reinklickt, tippitoppi, galoppi, dann könnt ihr den Pinsel selbst benennen. Hier könnt ihr ein Foto einfügen. Wenn ihr also den Pinsel mit jemandem teilt, den ihr selbst erstellt habt, dann wird das hier alles dann angezeigt. Das Foto von euch und immer so weiter. Und dann könnt ihr hier auch, also hier zumindest schon mal unterschreiben, sozusagen euer Autogramm. Ach so, wahrscheinlich geht das nicht, weil ich noch da oben drin bin. Enterchen, erstellt von. Genau, und dann kann man hier von Christine ein Autogramm, Enter. Und man kann hier jederzeit einen neuen Reset-Punkt erstellen. Also sagen wir mal, ich bin jetzt bei meiner Pinselentwicklung an einem Punkt, wo ich denke, oh, das ist irgendwie so ganz cool. Weil man kann jetzt nicht, wie man das vom Zeichnen kennt, mit zwei Finger tippen und irgendwelche Einstellungen, die man vorgenommen hat, werden rückgängig gemacht. Deswegen kann man einen Punkt erstellen, wo man sagt, dahin möchte ich dann zurück, wenn ich Pinsel zurücksetzen anklicke. Ich kann den jetzt also mal erstellen.
Möchten Sie wirklich einen neuen Wiederherstellungspunkt für diesen Pinsel erstellen? Dies kann nicht widerrufen werden. Ja, möchte ich. So, und wenn ich jetzt wieder irgendwas mache und hier verstelle oder so, dann kann ich hier hin und kann sagen, Pinsel zurücksetzen und dann komme ich dahin zurück, was ich hier festgelegt habe, wohin ich halt zurück möchte. Genau, und deswegen muss man eigentlich auch keine Angst haben. Und überhaupt, ihr könnt ja jeden Pinsel einfach hier nach links schieben, duplizieren und dann geht ihr in den duplizierten Pinsel und dann könnt ihr an dem Pinsel rumfummeln und ihr habt den anderen Pinsel immer safe. Also ganz viele haben ja irgendwie Angst, da was kaputt zu machen oder so. Könnt ihr nicht. Das ist einfach eine riesengroße, total unüberschaubare Spielwiese, würde ich sagen. Ja, nachdem wir das jetzt alles durchgekaut haben, denke ich, habt ihr auch ein Gefühl dafür bekommen, dass Pinselstudio ist Krieg der Welten. Ich finde es sehr schwer, da durchzublicken und deswegen habe ich für meine Patreons meine ganzen Notizen als schön getipptes PDF zum Download bereitgestellt auf meiner Patreon-Seite für die Patreons von Level 2 und Level 3. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, heute habt ihr richtig was gelernt und das freut mich und ich hoffe, das freut euch. Und ich bin mal gespannt, ob ihr jetzt schöne neue Pinsel konstruieren könnt und damit auch vielleicht mal ein bisschen angebt und mir das mal zeigt, was bei euch so rausgekommen ist. In diesem Sinne, ganz viel Spaß im Pinselstudio. Habt Spaß und macht neue Pinsel. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschu tschu!